Ja, hallöchen, meine Lieben. Heute bestreiten wir wieder mal ein Einzelbattle. Und zwar gegen Xedra, der selber auch einen Kanal hat und seine Sicht des Battles dort auch zeigen wird. Schaut euch das auf jeden Fall auch ein. Seinen Kanal werde ich unten in der Beschreibung verlinken. Wenn auch du dich traust und gegen mich kämpfen möchtest, dann lass einfach einen Kommentar unten da und dann let's fight. So, ja, dann schauen wir doch mal, was er dabei hat. Oh, interessant. Ein Gran vor Gitter. Okay. Ja, ich lead. Wir haben ja Einzelkampf, genau. Ich lead jetzt einfach mal mit Delphi halt. Na, das ist eh am besten. Wir müssen ihn eh auswechseln und dann ist es eigentlich egal, mit was er leadet, weil wir ja eh changen. So, Liga-Karte. Oh, die sieht ja mal richtig strong aus. Oh, wow. Das hat mir jetzt echt gefallen. Ich muss das selber jetzt mal anschauen. So, Koraidon kommt da. Los, Delfinator, du machst das. Sonnenlicht wird stärker. Stärkt das Sonnenlicht. Okay, das wäre theoretisch dann was für Florges. Ja, das wäre auf jeden Fall was für Florges, ne? Klar, mit Fee und dann, ja, ja. Florges, zeig's ihm. Kollisionskurs. Und, ah, geht, geht. Okay, aber für das, dass es eine nicht sehr effektive Attacke ist, hat die schon Schaden gemacht. Eine Synthese jetzt? Nee, direkt eine Mondgewalt. Er hat es zurückgerufen. Okay, wäre vielleicht doch eine Synthese. Aber ja, geht vielleicht nächste Runde auch noch. So, gegnerische Fähigkeiten. Okay. Ja, klar, ne? Nicht sehr effektiv. Bringt mir halt eher gar nichts. Ich könnte mich mal heilen und dann auswechseln. Nee, das war Gift. Gift. Oder was war das Teil jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, okay, nur ein Mogelhieb. Ich hatte jetzt irgendwie schon Pain, da kommt eine Giftattacke oder so. Okay, vielleicht in der nächsten Runde. Was war das vom Typ? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir probieren es nochmal. Eine Synthese, Riesenhammer. Ja, das war das eine... Okay. Ja, du, es ist auf jeden Fall weg jetzt. Das Florges. Ah, Gott. Okay, okay, okay. Ja, komm. Wir gehen mit Ursaluna rein. Ursi, so. Ja, Fassade wäre eh nicht sehr effektiv, ne? Also Schmetterramme. Was war da nochmal? Ja, okay. Gran for Titatu. Oh, okay, ja. Gran for Gitter wurde zurückgerufen. Okay. Ja. So, das Teil bringt mir mit Boten natürlich nichts, ne? So wie man es kennt, immerhin der Heißorb. Dann gibt's eine Fassade. Orkan, ja, das. Ah, das. Okay. Okay, das hat auch wieder schönen Schaden gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Gut, aber Volltreffer auch nice. Ist auf jeden Fall safe draußen. Wer weiß, wie es ohne gewesen wäre. Bei Londa, das war das Starterviech, ne? Ja, der wird mich one-shotten. Ja, ich meine, Delfinator würde nur die Hälfte abbekommen. Aber nachher, was mache ich nachher? Mit einem Ableithieb das Teil angreifen? Es ist halt auch sehr schnell, glaube ich, ne? Also wäre es eigentlich vielleicht gar nicht schlecht, was noch Schnelleres zu haben. Weil es wird schneller sein wie Ursaluna und One-Shotten. Und ich habe, ja, eigentlich noch die Hälfte des Lebens. Also es wäre schon ein bisschen verschwendet, das jetzt zu opfern. Probieren wir es einfach mal. Je nachdem, was er für Attacken hat, sogar vielleicht wirklich ein Protzer. Geht, geht. Und die Initiative steigt weiter. Wenn ich jetzt schneller bin, kann nur noch angreifen. Ne, wir machen Protzer. Der Fußtritt, der war jetzt schon eher strong. Oh, oh. Ja, dann war der Protzer wohl doch nicht so... okay, Ableithieb. Come on, Delphi.
Okay, kein One-Shot, aber sehr viel und ich bekomme einiges an Leben zurück. Ah, gar nicht mal so viel, aber okay, passt, passt. Wir überleben sicher den nächsten Hit. Ja, halt wieder, ne? Bogentanz. Und die Masquerade, die er anhat, ist halt schon einfach nice. So, ja, schön, schön, dann ist das Teil weg. Erik schickt Koraidon in den Kampf, genau, da war ja was. Für das ich mein Florges aufbehalten hätte sollen, aber ich Trottel hab's geopfert. Ja, Ableitip. Ah, Wutanfall. Aber okay, jetzt kann er nur Wutanfall machen, ne? Außer er geht in die Terra. Also mal bei der Deiner war es ja so, dann konnte man den Wutanfall aushebeln. Geh mit Epitaph rein. Komm, machen wir Epitaph. Wer ist schneller? Ich habe keine Ahnung, wie schnell das Teil ist. Und was es für genaue Attacken hat. Und dann Protzer riskieren. Er ist auf jeden Fall schneller, okay. Ja, gut, aber das, ja. Ach, ich hätte doch... Ja, ja. Hätte Fahrradkette. Jetzt war es das eh, ja. Du. Okay. Ah, ich könnte aber Florges backholen mit Scarabax. Oder ich probiere es mit Scarabax, wenn die Dimension verdreht ist. Er ist jetzt eh verwirrt. Dass ich trotzdem Epitaph... Nee, komm, wir gehen auf Nummer sicher und holen Florges zurück. Ich hätte halt lieber Epitaph wieder gehabt. Aber ja, mein Florges habe ich ja auch lieb. Und komm schon. Nein! Ah ja, hat sich selber angegriffen. Nice, okay. Ah, ich bin dumm wieder, ne? Eigentlich, ich muss erst den Bizarro-Raum machen. Weil dann wäre ich jetzt in der nächsten Runde schneller gewesen. Um safe auch den Vitalsegen zu machen. Aber jetzt könnte es sein, dass er nochmal angreift. Und dann gibt es keinen Bizarro-Raum. Zurückgerufen. Okay, ja, dann habe ich ja locker Zeit dafür. Er hat vielleicht gedacht, ich hole auch Florges sofort rein. Oh, aber Feuer ist nicht so gut für mein Scarabax, ne? Immerhin Dimension verdreht. Müssen wir schauen jetzt. Und für Florges ist das auch nicht gut. Und Käfergebrumm bringt mir jetzt halt gar nichts. Wir sind full live. Ja, auf Ursi gehen, oder? Omi auch wieder am Start hier. Die Omi ist immer dabei. Ich bin fast ein bisschen neidisch. Wo ist meine Omi? Die steht nicht hinten und feuert mich an, wenn ich ein Pokémon-Battle mache. No. So, Ursi, gib's ihm jetzt. Okay, schöner Schaden gemacht, aber Ursi hat es überlebt. Der heißt ob Ursi mit 4 KP oder wie? Okay, 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 da geht einer. Fassade jetzt, oder nee, Schmetterrahme natürlich. Ja, er hat zurückgerufen, das war ja klar. Ich hätte doch auf Fassade gehen sollen. Was tue ich denn immer? Ja, okay. Okay, da passt es jetzt doch ganz gut, weil er ausgewechselt hat. Und Dimension verdreht ist, bringt mir nichts. Wegen dem Eisop. Oh, sie nein. Das Typ ist Drache. Das Typ ist Drache irgendwas. Nicht sogar... Ja, komm, Eis. Genau, Drache Eis war der doch. Stimmt, stimmt, stimmt. Und Eis habe ich ja Halbenschaden drauf. Drache auch. Dann sind jetzt halt nicht alle tot, aber wir machen es jetzt so. Heimzahlung. Ja, kommt eh nicht drauf an, weil er eh fast K.O. ist. Soll ich in die Terra, aber dann nächste Runde. Wenn, dann wird sich schon mit ihm rentieren. Oder mit Florges für... Aber Florges hat halt nur noch die Hälfte der KP, ne? Nee, ich denke, wir gehen jetzt mit ihm in die Terra-Kristallisierung. Koraidon, da kommt er ja schon. Ja gut, ich habe eh ein bisschen Pain vor ihm, also nehmen wir doch die Terra gerade so für ihn. Okay, wir haben nur noch eine Runde Bizarro-Raum, was nicht gut ist. Und Heimzahlung bringt mir jetzt nichts. Ja, Eisenschädel und Terra, komm. Machen wir so. Jetzt... Hä?
Hey, ich bin doch jetzt auf Terrakristallisierung gegangen? Oder nicht? Oder was habe ich gedrückt? Hä? Okay, ich werde es nachher sehen dann im Video, aber es hat es auf jeden Fall nicht gebraucht, zum ihn besiegen. Das ist ja schön von dem her, dass ich mich verdrückt habe, aber irgendwie, okay, Climanzo hat er noch und ja, Kniefall. Aber dann mache ich es jetzt, das ist die beste Lösung. So, er geht nämlich auch rein, wir beide. Jetzt gibt's eine Fetzerei der Giganten. He's Dragon. A Dragonborn. Okay, ja, ist aber gut, ne? Weil Dragon halber Schaden. Und ich habe jetzt welche Attacke gemacht? Stahl, glaub, ne? Weiß es gar nicht genau. Ja, du. Ah, ich bin sowieso, das muss ich auch ein bisschen drauf achten, dass ich jetzt in der Terra ja Unlicht bin. Und nicht mehr Stahl auch. Puh, der hat mich fast weggesnackt, du, mit einem Shot. Kniefallspalter. Ah, ich habe eh, das war ja die Unlicht, ne, habe ich eh die gemacht. Okay, gut, 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 gut. Glück gehabt. So, das Gran vor Gitter, das haben wir wieder. Ja, Eisenschädel nutzt eh nichts. Ein Eisenschädel reindrücken, wenn es noch geht. Nee, Mogel... Ah! Aber der Mogelhieb war ja angenehm. Ja, dann nochmal. Schön, ich dachte schon. Knuddler, aber der bohrt mich. Okay. Gladi, aber du hast brav gekämpft. Ja, wie er episch zusammenbricht. Oh, da kommt mir gerade eine Idee. Wenn Lorenor Zorro sich auch ein Schwert auf den Kopf machen würde, dann hätte er auch 4 Schwerter. Daran schon mal gedacht? Ich glaube nicht, denn ich hab's auch nicht. Okay. Florges war halt so mittelschnell. Wir haben noch Sonnenlicht draußen gerade. Also Florges rein. Florges und ein Healing, würde ich fast sagen. Eine Runde Sonne noch, die letzte, also machen wir ein Healing. Dann hätte es doch was gebracht, hier auch die verdrehte Dimension. Ich war mir halt nicht sicher, ne? Nein, und jetzt ist das Sonnenlicht weg. Ich hätte zuerst mit Skarabax reingemusst. Das wird ein Battle ganz knapp, Leute. 1 gegen 1 jetzt. Oh, die Spannung ist kaum auszuhalten. Abschlag. Boah, und schöner Schaden gemacht. Aber gut, Abschlag ist nachher nicht mehr so gut. Fokusgurt, okay, brauche ich eh nicht mehr in dem Fall. So, aber halt nicht sehr effektiv, gell? Beide gleich stark, beide gleiche Genauigkeit. Ja, das ist nicht sehr effektiv, wie man sieht. Oh, der Abschlag, aber der sieht jetzt irgendwie aus, als hätte er gleich viel Schaden gemacht wie vorhin. So. Ein Volltreffer wäre schön. Riesenhammer. Oh oh. Smash und weg bin ich. Nein. Ja, das haben eben kleine Käferchen nicht so gern, wenn man mit einem Riesenhammer auf sie draufhaut. Musste ich auch noch lernen, aber jetzt weiß ich's. Ja, gewonnen. Hey, Erik bzw. Xedra. War echt cool. Schön, dass wir das Battle zusammen gemacht haben. Danke fürs Mitspielen und euch anderen fürs Zuschauen. Wie gesagt, nicht vergessen, seinen Teil auch noch anzuschauen. Und ja, dann macht's gut und Paris Athen, auf Wiedersehen!